Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die World Dixon Box von Johnny Dixon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. World Dixon von Johnny Dixon, das Ganze am 8. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, das Ganze ist schon am 8. November erschienen. Ich hätte euch die Box gerne direkt zu Release vorgestellt. Allerdings gab es dann irgendwie, zumindest in meinem Fall, Probleme bei der Lieferung, bei der Logistik und dementsprechend hat es ein paar Wochen länger gedauert. Naja, jetzt ist sie endlich da. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abmachen und das Ganze ansehen. So, wir haben hier ein ganz klassisches Boxformat, so wie die meisten Deutschrap-Boxen kommen, also in diesem ganz regulären Box-Design, also von der Größe, von den Maßen her. Dann haben wir hier eine schwarze Box mit einem türkisen Planeten und lilanem Nebel, lilanem Rauch rundherum. Also rein von Optik her gefällt mir das schon mal richtig gut. Hier lesen wir dann in der Mitte World Dixon und dann haben wir hier noch so diverse Sterne, so türkise Farbsprenkel verteilt. Hier lesen wir World Dixon Limited Deluxe Box. Dann haben wir hier das Logo von Johnny Dixon, also das J und das D. Hier lesen wir wieder World Dixon Limited Deluxe Box und hier gibt es nochmal das JD. Auf der Unterseite haben wir das Ganze so designt, also World Dixon Limited Deluxe Box. Dann haben wir hier einen Barcode und die Beteiligten. Johnny Dixon Deluxe Boxen GmbH und das Ganze ist erschienen hier über KRB Mode. Das ist das Label. So, das Ganze geht dann hier auf und dann schauen wir mal hinein. Okay, was lesen wir hier? Sehr geehrter Kunde, leider mussten wir mit Bedauern feststellen, dass die Brille nicht rechtzeitig vom Hersteller geliefert wurde. Hiermit möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Künstler Johnny Dixon und wir als Vertrieb alles erdenklich versucht haben, um Ihnen die Brille rechtzeitig zu liefern. Die Brille wird Ihnen innerhalb der nächsten Woche separat zugeschickt. Hierfür möchten wir Sie bitten, folgende Seite aufzurufen, brille.deluxebox.de und Ihren persönlichen Code einzugeben. Anschließend geben Sie bitte Ihre Adressdaten ein und speichern die Eingaben. Ihr persönlicher Code. Wir bitten um ein paar Tage Geduld, Ihr Deluxeboxen-Team. Okay. Ja, das ist mir schon zu Ohren gekommen, dass es bei ein paar Leuten nicht geklappt hat. Also ich habe schon gehört, dass es Leute gab, die die Brille ganz normal drin hatten, aber bei ein paar Leuten hat das leider nicht funktioniert. Mich hat es scheinbar erwischt. Okay, bedeutet, ich werde jetzt direkt im Anschluss an dieses Video, bevor ich den Upload starte, hier diesen Code einlösen und dann hoffe ich, dass ich meine Brille noch bekomme. Gut, ja, leider, aber ab und zu ist das halt der Fall, dass irgendwelche Sachen sich verzögern, verspäten. Okay, so, wir haben hier einen Anhänger mit dabei. Dann haben wir das Album an sich. Die Instrumentals zum Album. Eine Autogrammkarte und 1, 2, 3 Sticker. Von innen die Box in schwarz. Wir packen das Ganze zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit der Musik, also mit dem Album und den Instrumentals. Die sind ja auch noch hier in Folie. So, einmal das Album. Und dann die Instrumentals. So, wo machen wir das am besten auf? Ja, wahrscheinlich hier vorne. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier vorsichtig machen, denn diese Papphüllen sind leider immer etwas anfällig, dass man die verknickt. Gut. Also, wir haben hier das erste Soloalbum, das Debütalbum von Johnny Dixon vorliegen. Es kommt in einem Jewel Case. Hier haben wir den Interpreten abgebildet und hier sind wir dann auch schon beim Thema, denn die Brille, die er hier trägt, die ist als Boxinhalt in dieser Box normalerweise dabei. Wie gesagt, wir hatten jetzt bei mir diesen Zettel, aber um diese Brille geht es. Also es ist so eine Pilotenbrille,
Ray-Ban Aviator heißt das Originalmodell, also falls ihr euch dafür interessiert. Dann lesen wir hier Johnny Dixon, World Dixon. Das Cover ist ein anderes als auf der Box, denn wir haben hier den Interpreten abgebildet, der hier diesen kleinen Planeten in seiner Hand hält. Und was auch spannend ist, hier auf der Jacke, wir sehen hier auf der Bomberjacke diesen Anhänger, so wie bei den Alpha-Jacken, hier haben wir dann auch so einen Anhänger des Reißverschlusses. Das ist dieser hier. Also auf dem Cover sehen wir gleich schon mal zwei Boxinhalte präsentiert. Einmal die Sonnenbrille, die natürlich immer dabei ist, und einmal dieser Anhänger hier. Gut, so sieht das von der Seite aus. Hier lesen wir dann in Türkis und Schwarz World Dixon. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann in Schwarz-Weiß und Violett designt, die Schrift. Und hier unten dann Türkis, der Planet. Die Schrift gefällt mir richtig gut. Also die Farbkombination hier Schwarz-Weiß-Violett. Wir haben hier 4 Features auf 12 Tracks verteilt. Wir haben Features von Damon, Reportagen, Gary Washington und nochmals Damon. Dann haben wir wieder die Beteiligten und einen Barcode. So, wir werfen mal einen Blick ins Innenleben. So. Wir haben hier einzelne Tracks mit den Infos, wer das Ganze produziert hat und wer das Ganze geschrieben hat. Eine Fotografie von Johnny Dixon hier im Profil. Dann haben wir einmal hier diesen Anhänger mal in Nahaufnahme. Weitere Tracks, Soundinfos. Dann eine umfangreiche Danksagung. Hier lesen wir zum Beispiel: Danke an die KLB Family für die unfassbare Unterstützung. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, Johnny Dixon. Ja, die restliche Danksagung erspare ich euch jetzt, das wäre etwas zu lange. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten und durchlesen. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Sehr schön. So, hier auch wieder das Johnny Dixon Logo. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur Album-CD. Auch hier wieder in Türkis und Lila gehalten, also dieser Planet. So sieht das aus. Und auch auf der Rückseite. Ja, Türkis an sich nicht so meine Farbe, aber so dieses Schwarz, Türkis und Lila-Violett in Kombination macht auf jeden Fall was her. So, wir haben zusätzlich zu dem Album, zu den 12 Tracks, haben wir dann auch noch die Instrumentals. Johnny Dixon, World Dixon lesen wir auch hier wieder. Instrumentals, das Ganze dann hier in seinem Design Binärcode, also Nullen und Einsen. Okay, die Tracklist hier nicht mit drauf. Dann haben wir hier einen Barcode und wieder die Beteiligten. Und so sieht dann die CD aus. Auch hier alles wieder im Binärcode Design. Und die Instrumentals kommen in einer Papphülle. So, der Anhänger, den wir schon vom Cover gesehen haben, der sieht so aus. Wir haben hier einen türkisweißen Anhänger. Hier lesen wir KRB Mode, lang lebe der Mode. Und auf der Rückseite lesen wir das gleiche nochmal. Das Ganze kommt dann hier mit so einem Schlüsselring. Also ihr könnt dann hier entsprechend entweder an euren Schlüssel oder, wie es glaube ich eigentlich gedacht ist, natürlich an eure Jacke, an eure Bomberjacke. Je nachdem, wenn ihr eine Alpha habt, könnt ihr natürlich dann den Alpha-Anhänger wegmachen oder zusätzlich noch dranhängen, wie ihr wollt. Also hier ein Anhänger. Kann man aber auch an den Zip von der Sporttasche zum Beispiel dran machen. Und dann haben wir noch Sticker mit dabei. Und zwar einmal diesen hier, den Cover-Sticker World Dixon, quadratisch. Dann haben wir hier das Johnny Dixon Logo in Schwarz und Weiß. Und einmal hier noch ein KLB-Mode-Sticker in Türkis und Weiß. Der ist dann im Quer- bzw. Hochformat. Und die beiden hier quadratisch. Also 3 Sticker an der Zahl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Autogrammkarte. Hier wieder das Cover, in diesem Fall im Hochformat. Und Dixon hat hier mit goldenem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir dann hier wieder diesen Binärcode und Johnny Dixon, World Dixon stehen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte. Dann haben wir die Sticker, 3 Stück, wie gesagt, einmal länglich, zweimal quadratisch. Diesen Anhänger hier, den KLB Mode Anhänger. Die Instrumentals zum Album.
Das Album an sich im regulären Jewelcase mit 12 Tracks und 4 Features. Und was ich euch jetzt eben nicht zeigen konnte, dafür hatten wir ja stellvertretend diesen Zettel hier drin, gab es noch die Sonnenbrille. Ich glaube, die kam in einem Etui und zusätzlich noch so ein Stoffbeutelchen und ein Brillenputztuch. Ja, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es noch seinen Weg zu mir findet. Das alles in dieser wunderbaren Box World Dixon von Johnny Dixon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Johnny Dixon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.